So, dann gucken wir doch mal, was sich da unten im Wasser wieder versteckt. Au, wie kann der denn so weit treffen? Ui, hopp, hopp, nicht zu weit. Ja, da oben versteckt sich noch ein Erfahrungspünktlein, das möchte ich noch gern mitnehmen. Weshalb auch immer ich jetzt Erfahrung bekommen habe. Und wieso bin ich jetzt denn runtergefallen? Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Also manchmal ist echt der Wurm drin. Kann man da vielleicht einfach nur eine Brücke bauen? Nein, um ein Haar zu kurz. Schade, schade, schade. Na endlich! Lang hat's gedauert. Na gut. Dann holen wir uns hier eben die Kisten ran. Und weiter. Thank you.
Ja, stellenweise kann man gar nicht so schnell reagieren, wie man es gern möchte. Die Angst hatte einen behaglichen Platz in den Herzen unserer Helden gefunden. Zutiefst beunruhigt, erfüllte Kummer ihre Gemüter. Der Ritter hatte seit vielen Stunden nichts gegessen und der Geruch nach Fleisch machte es nicht einfacher. Die Diebin fing an, sich Sorgen zu machen, ob sie jemals wieder frei sein würde. Und der Zauberer? Er war besorgt, dass sie niemals die anderen Artefakte finden würden, um den Zauber des Trine zu brechen. Aber in Wirklichkeit hatte er nichts dagegen, länger als eine Stunde in Gesellschaft zu sein. Ja, das kann ich gut verstehen. Dauer allein zu sein, finde ich auch nicht schön. Ich werde vorangehen. Ich wünschte, da wäre mehr Licht. Oh, da bringt er sich selbst um. Schön. Na gut, das hier ballern wir einfach runter, wenn wir es denn treffen. Na also. Einen Feuerbogen für die Diebin. Die Dunkelheit ist unertragbar. Ich habe Zauberer gesehen, die Fackeln mit Feuerbällen angezündet haben. Kannst du das? Feuerbälle? Die sind nicht gut. Die funktionieren nie und sind reine Zeitverschwendung. Ich hätte es wissen sollen. Ich kann die Fackeln mit den Feuerpfeilen anzünden. Ich kann auch Licht bringen. So, mit dem Mausrad rüsten wir hier die Feuerdinger aus, die Feuerpfeile. Okay. Achso, einfach drüber hangeln, klar. Okay, und hinab in das Dunkel. Oh, wie kann man da daneben schießen?
Okay, dann schauen wir doch mal. Halten unsere Stellung. Na, noch jemand, der sich mit uns anlegen möchte? Ha, dachte ich mir schon. Und mal wieder ein kleines Kistchen, Amulett des Lebensentzugs. Ja, dann wollen wir noch mal gucken. Stellt ein Gesundheitspunkt des Charakters wieder her, wenn Monster in der Nähe getötet werden. Stellt die Gesundheit nur dann wieder her, wenn der Charakter nicht aktiv ist. Okay. Ich glaube, dieses kleine Kügelchen da, das uns Licht spendet, nehme ich einfach mal mit. Oh, fast hätten wir es verloren. Hier ist wieder eine Fackel, da ist noch eine. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Leider hat die Folge hier schon wieder ein Ende. Aber ich wünsche euch nichtsdestotrotz, wie immer, alles, alles Liebe. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.